Ja, liebe Freunde des kleinen Stadtstreichers, der Kontrast könnte jetzt kaum größer sein zwischen diesen klassizistischen Wohnschlösschen, könnte man fast sagen, und jenem Gemeindebau an der Ecke Gumpendorfer Straße Wallgasse. Die Häuser sind nebeneinander gelegen. Der Gemeindebau wurde von Architekt Peter Pelikan 1988 in Anlehnung an Friedensreich Hundertwasser so entworfen. In der Bevölkerung hat das Haus den liebenswerten Beinamen 50-Wasser-Hof. Das Arik-Brauer-Haus in der Gumpendorfer Straße 134 bis 136 wurde 1994 gemeinsam mit dem schon zuvor erwähnten Architekten Peter Pelikan fertiggestellt. Außen sehen wir leider nur einen Bruchteil dessen, was Arik-Brauer künstlerisch in diesem Bau alles gestaltete, nämlich auch Innenhof, Stiegenhäuser, ja sogar Elemente der Wohneinheiten. Die Gustav-Adolf-Kirche am Lutherplatz an der Gumpendorfer Straße war der erste evangelische Kirchenbau in den Vorstädten. Die Kirche im frühen Historismus-Stil wurde 1849 von Ludwig Förster und seinem Schwiegersohn Theophil Hansen erbaut. Hansen war ja dann später bei den Ringstraßenbauten einer der Top-Architekten. Ja, gerade in schweren Zeiten wie diesen könnte man sich fast dieses Motto der Sonnenuhr zu Herzen nehmen. Ob's allerdings was nützt? In jenem eher einfachen Haus verstarb Josef Haydn, der berühmte Komponist der Wiener Klassik, am 31. Mai 1809. Zuvor hatte er dort 12 Jahre auch gewohnt. Die katholische Kirche St. Egid wurde in der heutigen Form 1807 vollendet, bestand aber bereits seit dem 13. Jahrhundert. Mit freundlichem Glockengeläut im Hintergrund dürfte jetzt mal raten, wie diese Figurengruppe, nämlich eine Vogeltränke, in der Grabnergasse 11 bis 13 heißen könnte. Einmal nachgedacht, zweimal nachgedacht, Logo, 3 Figuren. Der vielsagende Name. Dieses Relief mit Kindern, die Wappen halten, findet sich am Haus Gumpendorfer Straße 86. Am Beginn der Corneliusstiege an der Gumpendorfer Straße steht diese Kunststeinstele mit dem echt passenden Titel Reine Form. Na, wenigstens wird sie durch die Mosaike ein bisschen bunter. Das Haus des Meeres ist in einem ehemaligen Flakturm aus dem Zweiten Weltkrieg im Esterhazy-Park untergebracht. Wie man sieht, kann man das Haus des Meeres auch für sportliche Betätigung, zumindest an den Außenwänden, nützen. Und hier sehen wir mal zunächst etwas erfreulich Buntes und nicht weit davon 4 barocke Steinfiguren, die bis 1886 im ehemaligen Jazanski-Haus am Stock im Eisen standen. Also ich hab doch keinen Vogel, oder doch? Gleich ums Eck vom Haus des Meeres ist die Viktor-Mateka-Stiege. Und da fällt vor allem am Haus dahinter dieses Schild auf. Bitte mal genießen, was da gemeinsam verkauft wurde. Mundschutz für alle, ja sogar für die Pappkameraden. Nein, danke, sag ich da nur dazu. Ein kleiner Abstecher von der Gumpendorfer Straße nach Norden. Bis zur Maria-Hilfer-Straße, dort steht nämlich die Maria-Hilfer-Pfarrkirche und davor steht jener Herr, dessen Wohnhaus wir schon gesehen haben, nämlich Josef Haydn.
Was hat Haus Nummer Gumpendorfer Straße 50 zu bieten? Zunächst lohnt sich mal wie so oft ein Blick nach oben. Nein? Noch weiter hinauf, bitte. Die Vilgrader Stiege verbindet Vilgrader Gasse und Theobaldgasse und wurde 1907 nach Entwürfen von Max Hegele im Wiener Jugendstil errichtet. Der Name geht auf die wohltätige Glockengießerwitwe Anna Maria Vilgrader zurück. Der Windmühlhof in der Vilgrader Gasse zählt zu den wenigen in der NS-Zeit in Wien errichteten Wohnanlagen. Geplant von Adolf Stöckel, wurden am Runderker 8 Graffiti von Ignaz Pötsch angebracht. Eine weitere Stiegenanlage im vom großen Niveauunterschieden gezeichneten 6. Bezirk ist die Kapistranstiege. Dieser Tiertränkebrunnen an der Ecke Gumpendorfer Straße Theobaldgasse stammt von Josef Thorak und Adolf Stöckel und übersiedelte 1968 von seinem früheren Standort bei der Sezession hierher. Der Gänsemädchenbrunnen am Abschluss der Rahlstiege wurde von Anton Paul Wagner errichtet und ist quasi ein echter Wanderpokal. Zunächst stand er beim Stephansdom, dann vor der Mariahilfer Kirche und seit dort 1886 Josef Haydn aufgestellt wurde, steht er eben hier. Und am Fuß der Rahlstiege steht die 2007 von Franz West gestaltete Gerngrußsäule. Benannt nicht nach dem in der Nähe befindlichen Kaufhaus, sondern nach dem Architekten Heidulf Gerngruß. Das Papageno-Tor war früher mal der Eingang zum Freihaustheater, mittlerweile nicht mehr in Betrieb, dafür steht hier jetzt das Theater an der Wien. Erbaut wurde dieses Freihaustheater damals im Auftrag von Emanuel Schikaneder 1797 bis 1801. Schikaneder ja bekanntermaßen der Librettist der Zauberflöte. Der Vogelfänger bin ich, ja stets lustig, heißa hopsassa, ich Vogelfänger bin bekannt, bei alt und jung im ganzen Land. Hey, hey, Vicky, hey, Vicky, hey. Was Vicky mit diesen Vieren zu tun hat? Eh klar, die starken Männer, die stützen nämlich hier den Balkon des Hauses Linke Wien Zeile Nummer 36. Die Jugendstilhäuser an der linken Wienzeile wurden von Otto Wagner 1898 bis 1899 erbaut. Es sind seine ersten Bauwerke, die betont flächig und nicht mehr im Historismus gestaltet wurden. Bemerkenswert ist vor allem das Majoliger Haus Nummer 40 mit den leicht pflegbaren Fliesen. Am Eckhaus Nummer 38 befinden sich Dekorationen von Koloman Moser, und am Giebel die Statuen der Ruferin von Otmar Schimkowitz. Der Seiteneingang in der Köstlergasse 1 stammt von Josche Pletschnik. Und im Haus Köstlergasse 3, dem einfachsten der drei, wohnte Otto Wagner selbst. Das klassizistische Haus Köstlergasse Nummer 4 gegenüber ist hingegen ganz besonders gut bewacht, wie man sieht. Das erste Wiener Zentralberufsschulgebäude für Metalltechnik, Glasbautechnik und technische Zeichner nahm eigentlich schon 1848 seinen Dienst auf. Die Hauptfeuerwache Mariahilf wurde mit insgesamt 8 Garagen zwischen 1912 und 14
auf der Anlage des ehemaligen Schlachthofs Gumpendörf erbaut. Von dieser Hauptfeuerwache sind alle Einsatzorte im Zuständigkeitsbereich innerhalb von 8 Minuten ab der Alarmierung durch die Zentralfeuerwache Wien, die ja bekanntlich am Hof beheimatet ist, erreichbar. Und beim Kindergarten des Einsteinhofes in der Mollertgasse 32 stehen Max, Lisi, Ali, Moritz, Felix, Rosi und Susi. Diese 7 sind Ponys als Spielplastiken. Modelliert wurden sie von Mario Petrucci. Was? Ihr habt nur 6 gezählt? Moment, ich zähle mal nach. Okay, da ist mal Lisi, Ali, Moritz, Felix, Rosi und Susi. Ja, wo steckt Max? Wo steckt der Lausebengel schon wieder? Max! Ich geh ihn mal suchen. Ja, und da habe ich ihn auch schon gefunden, den Kerl, den Ausreißer, den. Naja, hat sich beim Hauseingang außen versteckt und vielleicht mit seinen Freunden Verstecken gespielt. Nun ja, und ich werde mich jetzt aber natürlich nicht auf eines dieser zarten Ponys setzen und es mit meinen einigen Kilos Lebendgewicht belasten, sondern ich setze mich ganz gemütlich in mein Auto und lasse 90 ganze Pferdestärken mich nach Hause bringen. Bis zum nächsten Mal.